Moin, willkommen zurück bei Tokyo Extreme Racer Zero. Nachdem wir im letzten Part erfolgreich ein paar Rivalen geschlagen haben und euch das Spiel kurz mal vorgestellt habe, können wir jetzt endlich mal weiter fortfahren und ich erkläre euch mal kurz mal währenddessen, was wir noch tun können. Oder was wir erzählen können. So. Im letzten Part war es richtig stark erfolgreich und wir konnten sozusagen ein paar Gegner schlagen. Jetzt tun wir es auch immer noch. Ich freue mich immer noch auf diese Blinker. Ja. Im letzten Part habe ich euch kurz mal erklärt, dass das Spiel ein Best-of ist und heute fahren wir weiter, um weiter Fortschritte dieses Spiel zu machen. Ja, was für eine Erklärung. Würde ich mir eine sowas von einen ins Gesicht schlagen. So, wem haben wir denn vor mir? Street White von Knife and Fox. Und irgendwie ist bei mir der Ton lauter. Ich weiß nicht, wie es eigentlich bei euch ist. Mit deinem Töter Altessa. Und ja, ich möchte mich auch für den letzten Part entschuldigen. Nämlich, da habe ich aus Versehen gesagt, dass die Toyota Corolla ein Honda Integra ist. Was natürlich nicht stimmt. Das Ding ist komplett anders. Also mir tut es leid für die Leute, die auf einmal eine falsche Information hatte aus Versehen. Und ja, das wollte ich nur kurz mal Bescheid sagen. Oh, danke LKW. Habt ihr diesen LKW-Move gesehen? Unfassbar, wie er das gemacht hat. Schämlich LKW. So fährt man nicht Auto. So fährt man nicht im Verkehr. So, ja, unser Auto ist etwas bisschen unter der Leistung, die es sein sollte. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das, Leute. Sagte und vergaß zu schalten. Nein, das ist Automatik. So, nein, du wirst nicht. Du wirst es vergessen. Du wirst mich nicht überholen. Ach, schalten. Komm schon, fahr. So, bei mir ist es irgendwie lauter. Bitte guck besser, komm. Steinige hoch. Alter, wie lange wird das Rennen noch? Mann. Ja, KI, ist richtig nett, weißt du? Ist richtig nett. Hab dich aber trotzdem überholt, Alter. Nee. Nein. Komm schon, Mann. Boah. War das nervig. Mann, war das nervig. Ich hab noch nie so lange einen Kampf erwartet. Auch den Soundtrack kennen wir aus dem zweiten Teil. Auch ein Remix. Wer könntest du diesmal sein als Gegner? Okay, schau mal vor. Was bin ich heraus? Nein. Okay. Mann, du siehst doch meine Lichter. Rolling Guy. Rolling 5. Yay, Mucke aus dem ersten Teil. So. Der hat keine Chance gegen mich. Nicht gegen von meinem Evo. Mein Evo 3. Ja, er ist weit hinten. Er ist weit hinten. Er ist richtig weit hinten.
hat gewonnen. Fahren wir zurück zur Garage und um euch was zu zeigen, nämlich das Tuning. Habe ich euch vergessen richtig zu zeigen. Spiritual Stalker, wow. Ein spiritueller oder Stalker. Mhm. Wir gehen mal zum Partshop, den habe ich euch nicht gezeigt. Was können wir da machen? Power-Up-Tune, nämlich Leistung. Wir können die Antrieb ändern, wir können die Karosserie ein bisschen strukturieren, wir können Aeroparts machen, wir können ein bisschen nebenbei was verschönern, wir können die Farbe machen und wir können Sticker machen. Wir können natürlich erstmal auf Leistung. Wie viel kostet Stufe 1? 6000? Oh. Aber bringt schon was, also mache ich mal Stufe 1. So. Dann mache ich mal Drivetrain, Transmission. Ja, wir können Close Ratio machen oder Close Ratio with Final Gear Replaced. You can set your own Gear Ratio. So, haben wir nicht genügend Geld, lassen wir mal. Was wir aber machen ist Kupplung und Differential. Und das ändert schon was. Also machen wir schon mal das erste. Federung können wir machen. Machen wir mal die normale Sport. Und natürlich Räder. Und anders als beim zweiten Teil und beim ersten Teil können wir jetzt nicht nach einfach Upgrades einfach suchen und ändern, sondern wir können endlich mal eigenständig wählen, was wir dienen können. Die sehen nicht schön aus. Die sehen auch ja, einigermaßen. Ich nehme mal die. Plated oder colored? Ja, ich mache mal platt. 2300, ja. Mal blau. Das ist das letzte Geld, was wir haben. So. Fürs erste reicht das jetzt. Wir können mal zum Setting machen, das können wir auch mal zeigen. Noch ist das kein Problem, was wir noch machen können. Final Gear. Okay, wir können beim Turbus nichts machen. Okay, dann gehen wir wieder mal auf der Straße. Und gehen mal Kaniju Inner. Also wieder mal in C1. Ja, wir haben jetzt endlich mal ein bisschen Leistung in unserem Ding reingesteckt. Und lässt sich auf jeden Fall besser fahren. Ihr seht, es lässt sich auf jeden Fall deutlich besser fahren. Ein Gegner. Little Gang, hey! Mit deinem S13. Kiss my bumper. Nein, es war mein Staub, lieber. So, jetzt ist mal mein Staub, heißt es gesagt. So, überschreiten problemlos über 200. Langsam mal ein bisschen ab. Jetzt fahren wir ein bisschen durch. So, jetzt fahren wir ein bisschen diese Kurve. Und dann. Die Motor kann ich jetzt besser hören. Zumindest sehe ich das. Aber er ist hinten. Der ist hinter mir, der Typ. Der lässt sich nicht so einfach abschütteln. Und gewonnen. Dankeschön. Der Anführer von Litty Gang. Ja. Wenn wir jeden Team schlagen, ein Teammitglied, dann kommt der Anführer raus. Und das artet natürlich zu einem Herausforderungskampf pur. Das wird auf jeden Fall Spaß machen mit Happy Run. So. Nein! Oh, wir gehen also die Richtung, okay. Aber ich möchte nicht in diese Richtung fahren. Nur zu deiner Information.
Autsch. Nein! Nicht! Happy One, du machst einen riesigen Fehler! Du darfst mich nicht überholen! Die Welt hängt von mir ab! Wenn du mich überholst, Happy One, die Welt wird untergehen. Es wird nicht mehr so eine Freude sein. Glaub mir. So, kannst du ruhig vergessen. Nein. Nein. Ich hab gewonnen. Gehen wir zurück zur Garage und fahren woanders. Ich habe noch einen Schock bekommen. So. Fahren wir mal weiter. In Kanjo Inne. So, da ist noch ein Gegner. So. Lasebutt beschlagen. Das Team, ja. Auch das kriegen wir hin, wenn wir ein Team schlagen. Dann erhalten wir ihren Sticker und ihre bestimmte Stelle, sozusagen. Ihre Kontrollstelle. Wer haben wir denn hier? Ah, Table Manner mit seinem Bijou 305. Ich wollte gerade 306 sagen, obwohl 306 passt da auch. Ja, 306. Mann, Table Manner hat aber was ordentlich was drauf. Upp. Und überholt. Komm schon, Mitsubishi. So. Kurve besser kriegen. Nein, nicht das blöde Auto. Komm schon. Komm schon. Und besiegt. Tja. Ach ja, habe ich vergessen. Wir haben ja... Ja. Rolling Guy besiegt. Die einzelnen Mitglieder. Jetzt kommt ihr Chef heraus. Rolling 1. Boah, ich fand die Mucke gerade, als der Chef vorgestellt wurde, am besten. Das fand ich besser als beim zweiten Teil. Beim zweiten Teil war es jetzt nicht so außergewöhnlich. Der wird mich gleich überholen, wenn es so weitergeht. Lass mich in Ruhe. Ey, lass mich in Ruhe. Nein, du wirst mich nicht überholen. Ach, er hat mich überholt. Nein! Du verstehst das falsch, du darfst dich nicht überholen, Running 1.
Was macht er da? Und ich habe gewonnen. Okay, gehen wir mal zurück zur Garage, um zu gucken, was wir noch machen können. Denn offenbar ist unser Auto ein neues Auto. Was haben wir denn freigeschaltet? Ach ja, stimmt, den Peugeot. Hey. Ich mag den Peugeot nicht. Also zumindest den da nicht. So, dann investiere ich aber in etwas, was wir eigentlich schon längst investieren müssen. Genau, Auspuff. Und das ändert sich schon etwas. So, dann können wir Bodytune machen. Das macht natürlich unsere Verständlichkeit besser, aber dafür wiegen wir mehr. So. Da wir das gemacht haben, können wir jetzt endlich mal weiterhin unterwegs kommen. Mann, kommen wir aber gut voran. Wir haben jetzt aktuell sehr guten Fortschritt. Ah, da ist noch ein blauer. Und das Ding ist lauter. Alter, wie laut das Ding ist. Was haben wir denn hier? Oh, ein Wanderergegner. Ja. So, falls ihr fragt, was ist ein Wanderergegner? Das sind Nebengegner, die haben nichts mit der Hauptstory zu tun. Eigentlich ist das ja völlig egal sogar. Das ist so eine Nebensache, du musst sie nicht machen. Und die geben mehr Geld, manchmal auch ungewöhnliche Autos und so. Und die haben bestimmte Anforderungen gegen sie zu fahren. Zum Beispiel musst du ein bestimmtes Auto gegen sie fahren oder du musst ein anderes Nummernschild tragen, damit du gegen sie fährst, oder du musst den da besiegt haben, bevor du ihn herausforderst. Und gegen den konnten wir nichts machen. Was irgendwie schade ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Auto lenkt sich besser, als ich dachte. Gib's mal einem Freund ein Warnsignal. So. Ich habe 336 PS unter meiner Haube. Und ich bin nicht frech, um sie rauszulassen. So, gegen dich habe ich schon gewonnen. So. Ach ja, im letzten Part, also im ersten Part, habe ich aus Versehen bei der Aufnahme ja geguckt, dass es funktioniert. Und eigentlich funktioniert auch die Aufnahme. Nur das Problem ist, das Spiel meinte, oder generell YouTube meinte, die Aufnahme auf 720p runterzustellen. Und das ist nicht schön, Leute. Normalerweise möchte ich erwarten, dass mein Spiel auch schön aussieht und nicht einfach runtergestellt wird von der Grafik. Das macht keinen Spaß. Ist es außerdem auch nicht. So. Okay, das da war sowieso schon nötig. Ach ja, die guten alten Mucke. Hat mich wirklich an die alten Zeit von den Spielen. So, wem haben wir als nächstes? Sieht interessant aus. Knife and Fox, Right Table Coach. Mit seinem Mazda MX-5. So. Wieder ein Remix aus dem ersten Teil. So.
So, beschleunige hoch, Mitsubishi. So, Alter, ging das Auto laut. Ich habe ehrlich gesagt, gestern hab... letzten Part habe ich ja erwähnt, dass das Ding angeblich laut sei, ruhig sei. Mittlerweile ist das zu laut in meinem Ohr. Au! So, ich gewinne gegen ihn. 1400, danke. Oh, Knife and Fox Anführer. Alter, ich mag das, wie das schon ankommt. Invincible Dinner. Und der ist hinter mir recht laut. Au. Au. Wo. Boah, Alter, war's laut. Autsch. Das klang richtig laut. Komm schon, Mitsubishi. So, komm schon. Die Kurve. Am nächste Kurve. Ja, YouTube hat ja letztes Mal mein Video runtergeschraubt von der Qualität, obwohl das 1080p hat. YouTube, das ist nicht fair. Hat gewonnen. So, fahren wir weiter. Obwohl, gehen wir zurück zur Garage, das macht keinen Sinn. So, gehen wir zurück zur Garage, das macht keinen Sinn. Nämlich muss mir sie. Was haben wir denn Neues freigeschaltet für ein Auto? Ach ja, den MX-5 der andere Variante. Es gibt viele verschiedene Fahrzeuge, falls ihr fragt. Gucken wir mal, gibt es überhaupt neue Gegner in Kaiju Inner oder nicht? Weil wir haben ja schon bereits gegen drei Teams gewonnen. Klingt witzig. Nein. Okay, dann gehen wir mal zurück zur Garage. Hat sich offenbar nichts geändert. Dann fahren wir mal in eine andere Richtung. Yay! Ja, super. Nämlich Kanjo Autor. Da waren wir noch nicht. Und da gibt es mehr Gegner. Alter, klingt das Auto zu laut. Boah, ist das Auto richtig laut. Das Auto ist ja noch lauter als im letzten Part. Thunderflare. Das ist ein Honda Integra. Wo ich jetzt endlich mal keinen Fehler mache. Nämlich mit Curving Edge. Auch ein Team aus dem letzten Teil. So, du bist die Kurve gekriegt, ihr hingegen nicht. Boah, die Bremse ist irgendwie komisch. So, Mitsubishi, du schaffst das. Alter, Geld. Wow, was? Nee, unser erster Boss. Oh nein, nicht er. Trader Jackknife. Er ist schwer. Aha.
Hilfe! Ich will nicht gegen dich antreten! Bitte lass mich! Ich habe nur nichts getan! Mann, lass mich doch in Ruhe! Töte Jackknife, ist der schlimmste von allen! Verfolgt mich, er verfolgt mich, bitte, bitte, lass mich in Ruhe, bitte, lass mich in Ruhe, bitte, lass mich in Ruhe. Schlimmer Albtraum von ihm. Ich habe ihn nicht erwartet, Leute. Puh. Das war knapp. Ich habe ihn besiegt, Leute. Oh, mein Herz, Alter, mein Herz tut mir weh. So, den einen Gegner noch und dann hören wir auf mit dem Part heute. Ah, Illusion. Oh, das ist Wanderer. Ach, den können wir antreten. Okay. Aber wie schon gesagt, gegen ihn ist kein Zwang. Ist völlig egal. Oh, aber das ist aber nicht fair, lieber Illusion B. Ja, das ist hinter mir. So, aber der ist weit hinten. Hat gewonnen. So, zurück zur Garage und mich ein bisschen erholen, weil von diesem Schock, Alter. Ich hab nicht erwartet, dass... Oh, neue Teile. Was haben wir für ein Auto freigeschaltet? Den Honda Integra. Und sein Auto, ja, anders als bei den ersten beiden Teilen, konnten wir hier endlich mal die Boss-Autos freischalten. Und die können wir auch kaufen, wenn wir wollen. Nur leider haben wir nicht das Geld, also lassen wir das. So, was machen wir zum Abschluss, bevor ich den Part beende? Wie kostet denn überhaupt ein maximaler Motor? Oh, aber dafür haben wir richtig viel Leistung. Okay, den spare ich mir. So, wir können natürlich das Getriebe ändern. Da bin ich mir noch nicht sicher, aber wir können die Federung noch verbessern. So, plated und... So, wir können die Größe ändern. Und wir können die Farbe ändern. Höher Grip. Wartetune haben wir gemacht. Jetzt können wir endlich mal die Karosserie ändern. Guckt mal. Wir haben das oder das. Ja, ich nehme mal. Ich nehme mal das da. Dann können wir die Hood ändern. Also ihr wisst schon, die Motorhaube. Ja, nehmen wir das. Das Ding sieht auf jeden Fall schön aus. Wir können... Und das machen wir auch. Aber das hingegen sieht irgendwie komisch aus, aber weil es so schön aussieht, machen wir das. Ja. Wir können das noch ändern, nämlich die... Okay.
Dann nehme ich das da. Warum soll ich das denn überhaupt? Das sieht wenigstens symmetrisch schöner aus. Und wir können am Heck was ändern. Dann nehme ich das da. Das sieht wenigstens hübscher aus. Wir können am Flügel was ändern. Nee, sehen die überhaupt nicht schön aus. Wir können am Dress abtunen, was man hier sieht. Wir können auch das ändern. Also es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Wir können ihm zu einem Rallye-Auto machen. Wir können das auch wegmachen, das Schild. Mache ich aber nicht. Das Mitsubishi-Schild. Wir können aber auch die Lichter ändern. Passt irgendwie nicht. Und wir können die Hupe ändern. Das ist unsere Hupe. Das ist die andere Hupe. Das ist die andere Hupe. Ja. Dann nehme ich die drei. Und wir können jetzt endlich mal die Farbe ändern. Ein bisschen grün. Und ein bisschen blau. Naja, die Farbe gefällt mir nicht. Aha, nein! Perfekt. So, jetzt die. Bisschen hier. Und bisschen hier. Okay, das passt. Ja. Und wir können Stickers machen. Wir können von Genki Fast and Furious, ja, da habe ich ja schon bereits erklärt. Ja, okay, wir haben nicht wirklich viele übrig. Dann nehmen wir mal von Genki. Sieht auf jeden Fall ansprechend aus. Ja, und das war's fürs Erste. Na dann, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Also, lasst euch für euch grüßen und tschüss!